Die News Kompakt werden Ihnen präsentiert von Mapei. Technologie, auf die Sie bauen können. Zukunftsprognose vom Zentralverband des Baugewerbes. Auf dem Baugewerbetag machte ZDB-Präsident Reinhard Quast deutlich, dass die deutsche Bauwirtschaft vor gewaltigen Herausforderungen steht. Die aktuelle Agenda sehe den Bau von 400.000 Wohnungen jährlich vor. Zudem sollten Brücken saniert sowie aktuelle Gebäudebestände energetisch modernisiert werden. Die derzeitige Energiekrise verbunden mit der hohen Inflation und den stark gestiegenen Zinsen führten dazu, dass Bauvorhaben gestoppt werden. In diesem Zusammenhang forderte Quast Sonderabschreibungen für Bauherren. Weihnachtsmarkt bei Köbich. Am 25. November veranstaltete der Baustoffhändler Köbich an seinem Stammsitz in Mainz zum mittlerweile 9. Mal einen Weihnachtsmarkt für seine Geschäftskunden. Über 1000 Menschen strömten ins Industriegebiet in Mainz-Mombach und ließen sich auf dem Firmengelände in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Nähere Infos zu der Veranstaltung gibt's in einem Interview mit der Geschäftsführerin Isolde Keck auf unserem YouTube-Kanal. Der Arbeitsmarkt bleibt stabil. Die Arbeitslosigkeit ist im November gegenüber dem Vormonat um 8.000 auf 2.434.000 gesunken. Verglichen mit dem November 2021 ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland aber um 117.000 höher. Die Arbeitslosenquote lag wie im Oktober bei 5,3%. Unser Rechtstipp der Woche dreht sich um das Thema Weihnachtsfeiern. Die DGUV informiert, was bei Präsenzweihnachtsfeiern zu beachten ist. Dazu zählt beispielsweise die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern, richtiges Lüften oder auch ein regelmäßiges Testangebot. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, um die Beschäftigten vor einer Corona-Infektion zu schützen, muss der Arbeitgeber medizinische Gesichtsmasken oder Atemschutzmasken bereitstellen. Und zum Abschluss wieder unser Ups der Woche. Bei unserem Platz 3 könnt ihr beim Baden gerne in die Röhre schauen. Knapp dahinter die Verlegung einer exakten Wackelfuge. Und der klare Gewinner sind die Stairways to Hell, bei denen die Fliesenbordüre scheinbar mit geschlossenen Augen verlegt wurde. Wenn ihr bei eurer Arbeit ähnlichen Fliesenhighlights begegnet, schickt sie uns gerne zu an die Redaktion Fliesen und Platten beim Rudolf Müller Verlag. Die News Kompakt wurden Ihnen präsentiert von Mapei. Technologie, auf die Sie bauen können.